Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung KI für alle. Heute wird es um Spiele gehen. Ja, Spiele machen allen Spaß, aber ich erzähle Ihnen gleich auch noch, warum das in der KI-Forschung auch eine große Rolle spielt, die Spiele. Hier sehen wir schon ein ganz tolles Spiel, das Spiel Go. Da werde ich auch noch was zu sagen heute. Das ist halt ein ganz schwieriges Spiel eigentlich, im Sinne von für Computer sehr, sehr schwierig, für Menschen auch. Aber es war lange Zeit sozusagen nicht möglich und vor ein paar Jahren wurde das also auch angegangen und erfolgreich angegangen, sodass man auch Meister schlagen konnte. Gut, erst zunächst die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Spiele? Ja, ist es überhaupt Wissenschaft und so? Und da gibt es jetzt David Silver, das ist jemand, der auch an diesem Go-Programm mitgearbeitet hat. Der hat sehr schöne Slides zum Thema Reinforcement Learning, was also hier in diesem Bereich ganz wichtig ist. Und ich zitiere ihn einfach von seinen Slides, das ist also einfach abgeschrieben. Zum einen, das Schöne an Spielen ist, dass sie meistens einfache Regeln haben, aber doch sehr kompliziert sein können, ja, wenn Sie an Schach denken oder sowas. Schach kann man durchaus relativ schnell lernen, wie die Figuren ziehen und sowas, aber um richtig gut zu spielen, muss man im Prinzip sein Leben lang, kann man sich damit beschäftigen. Und gibt es viele Spiele, die so sind, also die im Prinzip auf einfachen Regeln basieren und dann aber beliebig kompliziert sind. Außerdem wurden Spiele schon seit Hunderten von Jahren, Go schon seit Tausenden von Jahren studiert. Das ist also im Prinzip auch Teil unserer Kultur. Ja. Also wir Menschen haben da schon sehr viel Gehirnschmalz drauf verbracht, irgendwie die Spiele gut zu spielen und uns zu überlegen, was sind gute Strategien und so weiter. Und da werden dann halt wieder Bücher geschrieben, die werden über die Jahrhunderte weitergegeben und es wird also immer besser tendenziell. Dann ist es ein einigermaßen sinnvoller Intelligenztest. Ja? Ich meine, der Begriff der Intelligenz ist natürlich sehr schwer zu fassen und es gibt sehr viele verschiedene Arten, wie man das jetzt testen kann. Das ist der typische IQ-Test sozusagen, der halt so logisches Denken testet und so weiter, ist halt auch nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und Spiele sind eine weitere Möglichkeit. Aber typischerweise würden wir denken, jemand, der also sehr gut Schach spielt sozusagen, der ist irgendwie auch schlau. Ja? Vielleicht nicht in jeglicher Hinsicht oder so, aber zumindestens, ja, also so ein schwieriges Spiel, wenn man das so richtig gut spielt, das ist irgendwie schon so ein bisschen auch ein IQ-Test. Also in gewisser Hinsicht ist es auch eine Form von Intelligenz, die man also testen kann, indem man halt Leute gegeneinander antreten lässt. Das ist also so eine Art Armdrücken, diese Art von Spiele. Ja, deswegen finden Menschen die wahrscheinlich auch spannend. Da kann man sich halt gegenüber sitzen, dann kann man gucken, wer spielt besser. Ja, das ist halt irgendwie spannend. Dann ist es auch so eine Art Drosophila der künstlichen Intelligenz. Drosophila, das ist diese kleine Fruchtfliege, die man relativ billig in Laboren benutzen kann für genetische Experimente und für andere Experimente. Da gibt es auch selten dann Tierschützer, die sich dagegen wehren, dass jetzt diese Fliegen da sozusagen ausgenutzt werden. Und es ist ein sehr kleiner Organismus, wo man auch eine Chance hat, dann sehr, sehr viel darüber zu verstehen. Und ein Spiel ist sozusagen auch so eine Art kleine Mikrowelt, in der man die Regeln genau kennt. Die sind genau definiert, mathematisch exakt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wann hat man gewonnen. Und letztendlich tauchen so Fragen wie, ja, welche Action nehme ich jetzt, was mache ich als nächstes und gewinne ich oder was sind Gewinnstrategien, Taktik, solche Sachen tauchen da alle drin auf in solchen Sachen wie Spielen. Deswegen sind die so interessant. Also auch in der wirklichen Welt steht man auch oft vor Entscheidungen. Nehmen wir mal an, Sie leiten ein Unternehmen oder sowas und müssen jetzt die Entscheidung treffen, gehe ich in den Markt rein oder in den Markt, baue ich eine neue Fabrik oder mache ich das nicht. Das ist letztendlich in irgendwelchen kleinen Spielen sozusagen hat man das so minimal, in einem minimalistischen Setup hat man ähnliche Situationen. Ja? Mache ich jetzt einen Angriff am Königsflügel oder am Damenflügel? Wie ist der Gegner aufgestellt? Wo sind die Schwächen? Wo sind die Stärken? Wie kann ich das ausnutzen? Also das ist sozusagen, hängt auch viel mit solchen Sachen zusammen. Und natürlich machen Spiele Spaß und jetzt Informatikerinnen und Informatiker, die ist natürlich toll, wenn man dann irgendwie Schach, wenn man selber gerne Schach spielt, wenn man damit dann auch wissenschaftlich arbeitet und da was rausmachen kann. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich auch faszinierend, die Frage, ja, man spielt selber vielleicht nicht so gut Schach. Das ist natürlich auch total faszinierend, dass man sich vorstellt, man programmiert jetzt ein Programm im Computer, was dann besser spielt als man selber oder sowas. Das ist irgendwie faszinierend, dass es geht. Ne? Gut, soweit so gut. Ich hoffe, ich habe Sie grob dafür begeistert, wenn Sie nicht eh schon dafür begeistert waren. Der sogenannte State of the Art, das wird in Paper manchmal auch SOTA abgekürzt, ja, im Jahr 2012 ist in diesem XKCD-Comic verarbeitet. Wir hatten schon ein paar XKCD-Comics, die sind von Randall Munro. Und das Nette ist, ich wiederhole es einfach mal, die sind bei dieser Creative Commons License mit bei und also ich muss ihn nennen.
und ich darf es nicht commercial benutzen. Und dann ist es einfach okay, ich muss ihm nicht mal Bescheid sagen. Das ist also total nett. Und er hat zu all diesen technischen Themen, hat er, also das ist jetzt der Comic Nummer 1000, also er hat unzählige Comics, die so ein bisschen geeky, nerdy sind zum Teil. Es gibt auch XKCD Explained, eine Webseite, wo Sie dann nachlesen können, wenn Sie es nicht blicken, was daran lustig sein könnte. Da wird es dann genau haarklein erklärt, mit den entsprechenden Links auf Papern oder sonstigen Sachen. Das kann ich nur empfehlen. Und der hat jetzt hier so eine schöne Darstellung gewählt für die Schwierigkeit, verschiedene Spiele zu spielen von Computern. Und das wird jetzt von oben nach unten immer schwieriger, ja. Und es gibt halt die erste Kategorie, das sind also die Spiele, die gelöst sind, ja, wo der Computer also viel, viel besser ist. Sogar der Computer spielt praktisch perfekt. Er macht also null Fehler. Und dazu zählt Tic-Tac-Toe. Das werden wir uns gleich trotzdem angucken, weil man an Tic-Tac-Toe halt sehen kann, wie Computer überhaupt an die Frage rankommen. Oder wie geht man denn als Informatiker überhaupt da an so eine Frage ran? Nimm ist so ein Spiel, das kennen Sie vielleicht, da liegen 100 Streichhölzer auf dem Tisch und wer das letzte Streichholz nimmt, verliert. Oder gewinnt, je nachdem. Und auch da können Sie irgendwie eine Gewinnstrategie ausrechnen, wie Sie da immer gewinnen. Das ist auch so eine Denksportaufgabe. Ghost kenne ich jetzt nicht, müssen wir nachgucken. Connect 4, das heißt bei uns viel gewinnt. Ja, das ist also auch komplett gelöst. Und komplett gelöst heißt, dass die Spiele so klein sind, dass man praktisch alle Situationen auflisten kann und jeweils abspeichern kann, was ist der beste Zug. Ja, das heißt also wirklich komplett gelöst. Solve for Starting Positions ist jetzt ein bisschen eingeschränkter. Das ist halt sozusagen nicht alle Möglichkeiten, die ich also haben kann in diesen Situationen. Es kann natürlich auch unmögliche Stellungen im Tic-Tac-Toe sein, wo drei Kreuze sind und kein Kringel, obwohl man eigentlich immer abwechselnd spielen muss. Aber auch für die Situation kann ich natürlich ausrechnen, wer dann gewinnt, wenn ich ab da weiterspiele. Das ist damit gemeint. Aber es gibt auch Spiele, wo ich das sozusagen nur von den Startpositionen mache, die halt ein bisschen größer sind. Das heißt, da kann ich mir nicht leisten, alle Situationen zu beschreiben. Und dazu gehört Go Muku, das ist so eine Variante von Go. Ich glaube, ein bisschen einfacher, aber man müsste es mal nachschlagen. Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, was es genau ist. Und Checkers ist im Prinzip Dame. Das, was wir so als Dame kennen. Das ist also komplett gelöst. Und das können Sie auch runterladen. Sie können sich also ein Dame-Programm runterladen, was praktisch perfekt spielt und null Fehler macht. Ja, das ist also vielleicht dann frustrierend, dagegen zu spielen. Aber wenn Sie Dame jetzt professioneller betreiben, also oder Sie spielen das mit Ihrer Nachbarin oder sowas, ist das natürlich toll. Wenn Sie Ihre Partien aufschreiben und Sie haben verloren, dann können Sie hinterher gucken mit dem perfekten Dame-Programm, an welcher Stelle haben Sie denn falsch gespielt oder was wäre der richtige Zug gewesen. Also dann, um selber besser zu werden fürs Training, sind solche Sachen natürlich interessant. Gut, klicken wir weiter. Die nächste Kategorie ist Computers können sozusagen die besten Spieler schon schlagen, ja, und damit Top Players ist damit also ein Großmeister gemeint, am besten Garry Kasparov oder sowas. Ja, oder heute wäre das wieder jemand anders. Also im Schach möchte man halt den aktiven Weltmeister schlagen mit seiner AI. Ja. Bei Reversi, das nennt sich auch Othello, ja, da ist es also auch schon gelungen im Jahr 2012. Beerpong kenne ich jetzt gar nicht, das Spiel. Ah, Wikipedia weiß, was es ist, oder XKCD Explained. Counter-Strike ist dieses Ballerspiel aus der Ego, ist ein Ego-Shooter, wo man so rumrennt und in so einer 3D-Simulation Leute umschießen muss. Und das können Computer wohl auch besser. Wenn man dann gegen einen Computer spielt, verliert man da. Scrabble interessanterweise auch. Scrabble hört sich eigentlich an, nicht jetzt wie so ein Spiel, was jetzt so spannend ist für einen Computer, weil man würde natürlich denken, na gut, der Computer hat halt den Duden abgespeichert, der findet natürlich alle Wörter, aber tatsächlich ist es so, dass zum guten Scrabble-Spielen gehört noch mehr, als einfach nur alle Wörter zu kennen. Ja, und zwar haben Sie beim Scrabble ja das sogenannte Bänkchen, ja, da haben Sie ja Ihre Buchstaben stehen, mit denen Sie jetzt was machen müssen. Und indem Sie sozusagen geschickt Wörter legen, können Sie die Buchstabenverteilung auf Ihrem Bänkchen abändern. Ja, das ist also dann nicht trivial. Das heißt, welches Wort nehmen Sie denn, sodass Sie in ein, zwei Zügen eine super Buchstabenverteilung haben, um ein Wort zu legen, was womöglich alle Buchstaben benutzt, weil dann bekommen Sie 50 Sonderpunkte. Ja, das ist also nicht nur eine Frage von Wortliste, sondern es ist auch noch eine Frage von Strategie bei Scrabble. Und auch da ist es aber so, dass Scrabble sozusagen von Computern gespielt werden kann und die gewinnen dann auch gegen die jeweils amtierenden Weltmeisterinnen oder Weltmeister. Ja? Gut, nächste Kategorie, Computer still lose to top humans. Ja, und das ist der Stand 2012. Ja, die sind mittlerweile alle gelöst. Aber fangen wir oben mal an. Jeopardy ist hier an der Grenze und ich sehe das so, dass es hier schon gelöst ist. Und tatsächlich im Jahr 2011, wenn Sie da mal nachsuchen, IBM und Jeopardy, da können Sie also den Kampf zwischen den All-Time-Jeopardy-Gewinnern von dieser Fernsehshow, also falls Sie nicht wissen, was Jeopardy ist, Jeopardy ist so eine Quiz-Show im Fernsehen, ja, wo dann irgendwie am Bildschirm muss man sich so Fragen aussuchen aus bestimmten Themengebieten, beziehungsweise man
sucht das Themengebiet und zu welchem Preis man das macht für die Älteren unter Ihnen. Das ist so ähnlich wie der große Preis früher mit Wim Tölke. Ja, da konnte man, glaube ich, auch sich so Fragen aussuchen. Und dann wird nicht die Frage gestellt, sondern die Antwort gegeben. Und die Zuschauer oder die Testpersonen müssen sozusagen dann so eine Frage formulieren oder sowas. Ja, was weiß ich irgendwie. Da steht als Antwort, kommt dann Konrad Adenauer. Ja, und dann die Frage, die man dann formuliert, ist, wer ist der erste Bundeskanzler oder sowas. Und dann ist es richtig beantwortet. Ja, das ist aber letztendlich jetzt, glaube ich, nicht die Schwierigkeit bei Jeopardy. Die Schwierigkeit ist sozusagen eher, dass man aus einem riesigen Wissensbereich, was wir so als Menschen so alles abdecken, dazu gehören auch Popstars und Sportergebnisse und so weiter und so fort, dass man einen Computer programmiert oder einen Großrechner, in diesem Fall von IBM, der dieses Wissen irgendwie aufbereitet, gespeichert hat, sodass er da schneller drauf zugreifen kann als ein Mensch, der da an diesem roten Button steht. Ja? Und es war tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie können sich das bei im Internet angucken als Videos, diese Competitions der Menschen gegen diesen IBM-Computer, der heißt Watson. Ja? Und es ist halt verblüffend, dass er sozusagen schneller als die anderen drücken können, kann der sozusagen seine Daten aus der riesigen Datenbank hervorholen. Ja? Das ist also eine Frage von Datenaufbereitung und wie man sie sozusagen abspeichert und von Natural Language Processing. Da geht es also darum, sozusagen überhaupt sprachliche Informationen zu verstehen, auf einem bestimmten Level sozusagen und zu verarbeiten. Und wie gesagt, dieses Programm IBM Watson hat also da sozusagen die antierenden All-Time-Meister in diesem Jeopardy-Quiz-Show sozusagen geschlagen in einer Fernsehsendung. Das können Sie sich mal angucken. Gut, wie sieht es jetzt hier mit diesen Spielen aus? StarCraft ist, glaube ich, so ein Multiplayer-Spiel, auch online oder auch nicht online. Ich glaube, da ist sozusagen, man muss so mehrere Figuren auf dem Bildschirm steuern und kämpft gegen ein anderes Team und kann deren Basis zerstören und die greifen an und bla bla bla. Sehr, sehr kompliziert, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten und eine ganze Weile war das sehr schwierig, dafür eine KI zu generieren, die gegen die Profispieler gewinnt, die das also tagtäglich 8 Stunden lang üben wahrscheinlich. Poker ist ein anderes Spiel. Poker hat das Problem, hat einen riesigen, großen Branching-Faktor. Ich werde Ihnen gleich noch erzählen, was der Branching-Faktor ist. Heißt im Prinzip, Sie haben in jedem Moment sehr, sehr viele Möglichkeiten für verschiedene Aktionen. Und was sind die verschiedenen Möglichkeiten? Sie können halt verschieden viel Geld setzen. Ja? Also Sie können verschieden viel Geld setzen von 1 Euro bis 1000 Euro oder was weiß ich. Der Gegner macht das auch und so weiter und so fort. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten in dem Spiel sind einfach riesengroß. Und Sie haben halt nur teilweise das Wissen in der Situation. Sie sehen nur Ihre eigenen Karten, nicht die Karten der Gegner. Das heißt, dadurch wird es ein unheimlich kompliziertes und schwieriges Spiel. Ja, dann gibt es dieses Arima. Das ist ein Spiel, das wurde erfunden, nachdem Schach sozusagen auch von diesem Deep Blue von IBM gegen Kasparov gewonnen hat. Nachdem also Schach sozusagen verloren wurde an die Computer, hat sich jemand hingesetzt und hat ein schachähnliches Spiel designt, was so ähnlich funktioniert wie Schach, was aber viel, 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 viel schwieriger ist. So, dass da also Computer noch dran zu knacken haben. Dann gibt es das Spiel Go, das war das vom Anfang mit diesen Steinen. Da werde ich auch gleich noch die Regeln erklären und Ihnen das so ein bisschen näher bringen, warum das so toll ist. Und das sind also alle Spiele, die im Jahr 2012 noch nicht gelöst sind. Ich erzähle Ihnen gleich, dass die auch alle gelöst sind. Schauen wir mal unten auf die Liste. Es gibt dann noch Spiele, die nie sozusagen von Computern gewonnen werden. Und hier müssen Sie das einfach mal nachschlagen, was das ist. Snakes and Ladders ist im Prinzip so eine Art Mensch, ärgere dich nicht. Aber selbst da glaube ich ja, also wenn ich das spiele, dann denke ich doch, dass es da eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit gibt und dass man Züge machen kann, die zu Situationen führen, wo es wahrscheinlicher ist, dass man geschlagen wird oder wo es nicht so wahrscheinlicher ist, dass man geschlagen wird. Also da gibt es schon auch, glaube ich, ein etwas schlaues Spielen und nicht so schlaues Spielen. Ja? Aber trotzdem ist es was, weil das halt so sehr auf Glück basiert, ja, dass da der Computer eigentlich dann auch nicht so eine Chance hat. Mao ist, glaube ich, so ein Kartenspiel, wo sich während des Spiels die Regeln ständig ändern. Das ist irgendwie... Und ich glaube, Teil des Spiels ist, die Regeln aufzustellen. Ja? Das ist also völlig abgedreht. Die 7 Minutes in Heaven, das ist, glaube ich, so ein Teenager-Spiel. Können Sie mal nachschlagen, was das ist. Und Calvin Ball ist aus diesem Comic, Calvin und Hobbes. Ja? Da sind die Regeln auch irgendwie völlig unklar natürlich, weil das ein Comic ist. Das ist also, glaube ich, jetzt hier, steht halt der Vollständigkeit halber nochmal drauf. Aber das Update ist jetzt interessant. Diese Gruppe gibt es praktisch nicht mehr, jetzt in diesem Fall. Es gibt vielleicht noch ein paar Spiele, die nochmal neu erfunden wurden oder die so kompliziert sind. Aber diese ganzen Spiele sind mittlerweile auch alle gelöst. Ja? Gehen wir mal chronologisch vor. Zunächst dieses Arima, was dann als schwieriges Schach designt wurde, wurde 2015 dann auch gelöst mit einem Computer. Dann im Jahr 2016 kam AlphaGo von der Firma DeepMind. Hat gegen Lee Sedol gewonnen. Es gibt im Go keinen offiziellen Weltmeister, aber der Lee Sedol hat 18 Mal so die Hauptmeisterschaft der
Go-Spieler gewonnen. Das ist also, kann man sagen, schon der beste Go-Spieler, den es so gibt. Und gegen den wurde ein Match angesetzt, was dann Lee Sedol 4:1 verloren hat, ja, was sehr überraschend war. Ja, also damit hat auch nicht jeder gerechnet. Also die meisten Leute haben wahrscheinlich gedacht, Go bleibt noch ein schwer lösbares Problem. Aber es ist sozusagen insofern auch gelöst, dass man Computertables besser spielt. Die neueste Nachricht aus dem Jahr 2019 von Lee Sedol war, dass er sich irgendwie zur Ruhe setzt. Ich glaube, der ist 36 Jahre alt oder sowas. Und die Begründung war so ein bisschen, ja, weil jetzt ja die besten Spieler nicht mehr Menschen sein können sozusagen, sondern jetzt gibt es halt diese KIs und gegen die kommt man als Menschheit nicht mehr an. Okay. Im Schach ist das nicht eingetreten. Ne? Man könnte jetzt ja denken, gut, es gibt halt Deep Blue, es gibt Schachcomputer und ich glaube, ihr Handy spielt schon besser als sie selber wahrscheinlich. Und da sind also die Spielstärken auf dem Handy sind mittlerweile so hoch, das ist unglaublich. Trotzdem erfreut es sich noch großer Beliebtheit. Und woran liegt das? Naja, beim Kampf Mensch gegen Mensch sozusagen, wenn wir Armdrücken machen oder sowas, dann kommt es ja auch nicht darauf an, dass ich einen Roboterarm machen kann, ja, der irgendwie ihnen den Arm durchbricht oder sowas, sondern es kommt natürlich darauf an, dass man dann Mensch gegen Mensch antritt sozusagen. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation, ein Gesellschaftsspiel oder ein Spiel zu machen sozusagen. Und deswegen bleibt es ja immer noch interessant. Es ist auch so, dass Autos schneller fahren, als man rennen kann. Ja? Und trotzdem ist es in Wettrennen zwischen Menschen irgendwie interessant. Ja? Und das ist beim Schach genauso. Und im Go ist es jetzt auch so. Die Leute freuen sich in gewisser Hinsicht natürlich über die Popularität, die das Spiel dadurch auch bekommen hat, dass alle Leute darüber reden, AlphaGo und so. Und es führt natürlich dazu, dass die ganzen Spieler, die sich ernsthaft damit beschäftigen, die haben jetzt ein Programm auf dem Computer, was einfach ein super Trainer ist, ja? Wo man also die Partien mitspielen kann. Und dieses Programm sagt einem dann unter Umständen, ja gut, der Zug an der Stelle war jetzt nicht so gut, besser drei Felder nach rechts oder sowas. Und dann kann man sich das halt angucken, wie es gekommen wäre oder sowas. Das heißt, wir als Menschen profitieren eigentlich davon, wenn man besser geworden ist. Ja? Sonst würde es ja auch so Spiele wie Backgammon, wo Computer schon lange gewinnt, oder dieses Checkers, das Damespiel oder sowas, das würde ja keinem mehr Spaß machen, aber es ist ja immer noch interessant, ja, weil es einfach für uns Menschen kompliziert genug ist, ja, damit also gut zu spielen. Gut. Poker ist das nächste. Da gibt es diese AI, die heißt Libratos. Die funktioniert auch ganz anders als alles, worüber wir heute reden. Da geht es eher um Spieltheorie, also Nash Equilibrium und solche Sachen aus der Wirtschaftswissenschaften. Beim Poker ist halt die Schwierigkeit, dass es halt diese Unklarheit gibt, ob man blufft oder nicht. Und es kann halt sein, es ist nicht so klar, wie die Spielsituation ist. Beim Schach haben Sie die Schachpartie, die Stellungen vor sich stehen. Damit wissen Sie alles über das Spiel, was Sie jetzt wissen müssen. Beim Poker ist es unklar, weil Sie kennen die Karten von den anderen Spielern nicht. Ja, das gleiche gilt für Skat oder Doppelkopf, für solche Spiele. Da haben sie halt alle unterschiedliche Informationen und das macht die Spiele halt so unglaublich schwierig, tendenziell erstmal zu spielen. Aber die Leute haben das geschafft, sozusagen, da mathematisch mit einer interessanten Theorie ranzugehen und das dann zu lösen. Und was heißt also gelöst? Gelöst heißt immer, man sucht sich die besten Spieler, die sonst irgendwelche Pokerturniere gewinnen und sagt denen, hier, spiel doch mal gegen diese AI und als Preisgeld gibt es $1 Million oder sowas. Und dann kommen die und dann spielen die auch. Ne? Und wenn sie dann verlieren, ist es jetzt auch nicht so schlimm für deren eigene Publicity. Es gibt ja genug Menschen, die untereinander Poker spielen wollen sozusagen. Das ist also schon okay. Aber natürlich für den, der sich das ausgedacht hat, ist es dann ein Nature oder ein Science Paper. Das ist dann schon eine große Sache, wenn man diese Spiele wirklich so weit bringt, dass sie also gegen die besten Menschen gewinnt. Dann das Neueste, wobei mittlerweile gibt es schon wieder neue Sachen, aber StarCraft ist halt dieses schnelle, schon auch ein strategisches Spiel, wo halt so zwei so Armeen irgendwie gegeneinander kämpfen, was unheimlich kompliziert ist. Sie kennen das bestimmt besser als ich. Und da gibt es halt das sogenannte AlphaStar, auch von DeepMind entwickelt, sozusagen, was dann auch gegen mehrere beste Spieler, die halt da gerade aktiv sind in diesem Gebiet, halt gewonnen hat. Ja, und auch da sozusagen ist das also geschafft.